Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Arni. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Zurzeit hat unser Reini nicht die Möglichkeit oder die Muße zu streamen. Natürlich wieder komplett aus eigenem Verschulden. Er wurde selbst auf dieser neuen Plattform. Da kam ein Moderator in seinen Chat und sagt: Hallo, hier wird jetzt kurz Metal Off gesagt. Mach mal den Streamende aus, lösch das Ding und fang nochmal von vorne an. Das erlauben wir dir, obwohl du hier Hate Speech begangen hast. Und Mobbing. Rainer so, nö. Nö, also so nicht, Freundchen, so nicht. Lass mir hier gar nichts erzählen. Hat ja schon früher gut funktioniert, ne? Ja, dann möchte er wieder zurück zu seiner alten Plattform, die er natürlich damals verlassen hat, was er jetzt erzählt, weil da so schlimme Menschen waren. Anscheinend ist ihm aber Geld wichtiger als schlimme Menschen. Ne? Ihr wisst, was für schlimme Menschen sich auf dieser Plattform rumtreiben. Ja, da ist Geld aber wichtiger für Reini. Ne? Meine lieben Freunde, ach, ich wollte euch, pass auf, da es keine Streamings zurzeit gibt, ich finde das sehr schön, habe ich mir gedacht. Er macht ja so ein paar Videos. Da erklärt er hier so Animes und so weiter. Leute, und ich sag euch, wie es ist. Ich bin da ganz unvoreingenommen rangegangen. Wirklich. Ich hab mir gedacht, Ani, du kennst dich nicht aus damit. Lässt es dir mal erklären und schaust mal, was du am Ende davon gelernt hast von diesen Videos. Deswegen habe ich das Format genommen hier: Drache erklärt oder Drachenlord erklärt. Leute, ohne Witz, ich habe diese Videos geschaut. Nee. Ich mach mal hier Ding. Aber wie findet er übrigens den Hintergrund? Das habe ich eigentlich mal für Matti gemacht oder für Gunny. Nee, es kam bei Matti auf dem Kanal. Aber ich fand den Hintergrund cool. Ich dachte, den benutze ich hier auch mal. Findet er gut? Schön. Ah, Leute, ey, was mir noch passiert ist, ey, das muss ich euch erzählen. Pass auf. Ich war gerade bei der Bank. Ja? Stand am Geldautomaten und da hat wohl ein Auto drei andere Autos zugeparkt. Da kamen zwei Leute auf mich zu und sagten: Hey, ist das dein Auto? Und ich dachte mir, ey, wisst ihr was, das ist mir jetzt zu dumm. Ich drehe mich einfach um und mache hier mein Ding weiter. Und dann kamen die näher. Wir haben gefragt, ob das dein Auto ist. Ich sag: Bruder, ich stehe hier mit einem Helm auf dem Kopf und du stehst neben einem Motorrad. Wie hoch glaubst du, sind die Chancen, dass das da mein Auto ist? Und jetzt Abflug hier. Junge, also kannst du dir nicht ausdenken, was das für ein Mensch. Nee, ehrlich, das ist die Kategorie, passiert meist Ani. Ja? Das passiert nur Ani irgendwie. Leute, ohne Witz, ey, ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich stehe da mit einem Helm. Er steht neben einem Motorrad und fragt mich, ob das mein Auto da hinten ist. Nee. Nee. Naja, gut. Wollte ich mal loswerden. pass auf. Jetzt ist das Ding. Ich bin an diese Anime-Videos rangegangen von Reini. Da hat er was erzählt. Jetzt, ich den Namen habe schon wieder vergessen. Irgendwas mit Hexen. Witches. Sieben Hexen, sieben Witches. Seven Witches. Irgendwas, sowas. Und die aktivieren ihre Zauber. Es ist ein Schulhof-Anime, hat er erzählt. Kein, habe ich vergessen. Ilse und Kai. Ilse und Kai. So wollte ich es mir merken, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Egal. Es ist ein Schulhof-Anime und Rainer sagte, die aktivieren ihre Zauberkräfte dadurch, dass sie sich küssen. Und ich dachte erst, ich lerne was über den Anime. Ich dachte, ich lerne was über diese Serie. Mein Gedanke am Ende war also nur im Endeffekt: Rainer, du schaust dir ein Erwachs als erwachsener Mann, schaust du dir an, wie sich Schulmädchen küssen. Als Zeichentrick. Das ist das, was am Ende bei mir rausgekommen ist. Diesen Gedanken hatte ich am Ende. Ich bin wirklich, ohne Witz, Leute, ich bin ohne irgendwas zu wissen über diese Serie, ohne, ihr wisst, ich kenne mich überhaupt nicht mit Animes aus, ohne irgendein Vorwissen habe ich mir gedacht: Ani, jetzt versuchst du mal wirklich, ohne Witz. Vielleicht funktioniert das ja, was er da macht. Ich kann euch sagen, es funktioniert nicht. Und das ist nicht als Hater gemeint. Wirklich nicht. Das ist einfach, das ganze Format funktioniert nicht. Da habe ich mir gedacht: Oh nee, jetzt wollte ich aber Drachenlord erklärt machen. Und dann
sehe ich das auf dem Kanal Drachenlord Classics, auf dem wir hier schauen. Liebe geht raus. Der hat ein Video hochgeladen. Drachenlord erklärt Black Metal Teil 2. Ihr habt ja gedacht, okay, ich gehe gleich in Teil 2. Teil 1 überspringen, wir gehen richtig in die Vollen. Wenn euch das Format hier gefallen sollte, Drachenlord erklärt, lasst es mich wissen. Hauen wir Teil 1 auch noch dran. Drachenlord erklärt Black Metal. Und da dachte ich mir, Ani, du bist kein Metalhead. Auch hier kannst du unvoreingenommen rangehen. Ne? Das geht. Und das werde ich jetzt versuchen, zusammen mit euch. Wir werden das jetzt hier zusammen. Ich weiß nicht, wer von euch alles Metalhead ist. Die können gleich sagen, was daran alles falsch war oder nicht. Ich versuche mir jetzt den Black Metal erklären zu lassen. Weil ich ja kein Metalhead bin. Nicht so hier wie Hank und so weiter. Ja? Das sind alles Mettler, aber ich nicht. Ich höre gerne Rock aus den 80ern, das ist mein Ding. Aber ich bin kein Mettler. So, und deswegen lassen wir uns jetzt mal Black Metal erklären vom Rainer. Ich bin da sehr gespannt. Und wir gehen rein ins Ding. Abfahrt. Ich höre es ja nicht. Ich kenne von denen zwei Lieder oder so. Nicht, dass ich was gegen die hätte, aber ich weiß nicht. Ich habe auch nichts gegen die. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Aber ist egal, ist egal. Es ist bei jedem Rainer-Video bei mir meist so. Meist ist es so, dass ich nicht weiß, worum es geht. Und meist ist es so, dass ich am Ende auch nicht schlauer bin. Ich bin eben Death Metaler, ne? Black Metaler. Black Metal ist cool, aber eben nicht alles, was man so braucht. Also Black Metal ist cool, aber nicht alles, was man so braucht. Rainer, du willst mir hier den Black Metal erklären. Mein erster Eindruck ist, okay, ist cool, aber nicht alles, was man braucht. Okay, okay. Gut, meine Meinung. Dir sei deine Meinung gegönnt, rein. Ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht zu hart die Klimaanlage. Sorry, Leute, es ist echt abnormal heiß hier im Süden, ehrlich. Wir sehen, was haben wir hier? Art von Menschen, die man als... Ja. Rainer, du hast dir da was aufgeschrieben. Was haben wir hier? Was habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben? Wie ich gesagt habe, die Leute, die man als Black Metaler bezeichnen würde, das sind... Black Metaler. Im Normalfall dann die Leute, wo man an Satanisten denken würde. Was? Also bis jetzt habe ich gelernt, Black Metaler, Black Metal ist nicht cool, ist cool, aber nicht alles, was man braucht, und Satanisten. Okay. Ich habe jetzt schon was gelernt. Was nicht zutrifft. Also. Na, was denn jetzt? Die Sache ist die, das ist Interpretationssache. Es gibt natürlich wirklich Black Metaler oder auch Black Metal Bands, die sich sehr, sehr extrem in dieses Satanistische bewegen. Rainer, da gibt's bestimmt auch Leute, die hören Volksmusik. Trotzdem ist das nicht das Erste, was mir da einfallen würde. Ob das dann wirklich so zutrifft von den Fans und von der Band her, das ist dann natürlich Interpretationssache. Deswegen lege ich mich da nicht fest, weil ich möchte nichts interpretieren oder rein interpretieren. Rainer, du hast gerade gesagt, dass es so ist. Du hast gerade sogar gesagt, dass es deine Meinung ist. Und dass es Interpretationssache ist, aber du willst nicht interpretieren. Vielleicht solltest du das Thema lassen. Das ist nur so ein Vorschlag von mir. Interpretieren, was mich im Endeffekt quasi nichts angeht, weil ich mich damit nicht beschäftige. Und warum willst du es mir erklären, wenn es dich nichts angeht und dich damit nicht beschäftigst? Versteht ihr, das ist das, was ich meine. Rainer will uns etwas erklären und sagt dann erstmal, ich kenne mich damit erstmal gar nicht aus. Aber ich erkläre euch jetzt. So ähnlich hat auch dieses Drachenlord Lüsselot funktioniert, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich will euch keine Scheiße erzählen. Rainer, das ist zu spät jetzt. Ja? Dieses Video ist 10 Jahre alt. Das ist von 2013. Und selbst da hat es noch nicht geschafft. Ich mache gerne solche Sachen von 2013 und so weiter, weil Leute oft sagen, damals hat Rainer sich noch Mühe gegeben. Ja? Nein, hat er nicht. Und das möchte ich hier beweisen. Das möchte ich euch hier zeigen. Ani erklärt euch, ja? Wir machen hier nicht Drache erklärt, sondern Ani erklärt, dass das auch schon früher nicht der Fall war. Dass Rainer sich über irgendwas informiert hat, wenn er was erklären will. Dass, wenn er in ein Thema reingerutscht ist, der da einfach meinte, er ist jetzt der Chef. Ja, er ist der Allwissende. So.
Ja, eine weitere Sache im Black Metal, warum Black Metal so verachtet wird, verachtet wird. Blödsinn, das war Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Rainer, du willst uns doch keinen Quatsch erzählen, hast du gerade gesagt. Versteht ihr, hier hätte ein Schnitt reingekonnt. Das Video ist jetzt 1 Minute 22. Das hätte man nochmal anfangen können. Just saying. Wie komme ich auf so einen Blödsinn? Wie auch immer, warum Black Metal. Wie auch immer. Ich lasse es einfach drin. Die Leute werden es schon fressen. Metal so finde Und vergesst nicht, Leute, unter dem Video richtig Radau zu machen. Ne? Ihr wisst ja, Kommentare schreiben, ein Like geben, abonnieren gerne mit Glocke, das würde mich sehr freuen. Richtig, richtig Radau machen. Grüße gehen da raus an Mimon, der euch alle auf diese Idee gebracht hat. Und ganz viel Liebe geht natürlich raus an euch, die das hier auch alle machen. Das ist super. da angeschaut wird, ist oft die meistens aufgrund der Kirche. Und ja, Also die Kirche hört Black Metal oder was? Leute, ohne Spaß, ich bin raus. Er hat nichts gesagt bis jetzt, außer dass es cool ist, aber nicht alles, was man so braucht. Das ist alles, was bei mir hängen geblieben ist irgendwie jetzt gerade. wenn ihr geht einmal, ich werde es euch, wenn ich dran denke, wenn nicht, schreibt mir das in die Kommentare, dann werde ich euch das verlinken. Es gibt ein Video auf YouTube vorausgesetzt, es gibt es noch. Ich werde mich mal umschauen. Gibt eine Menge Videos auf YouTube, Rainer. Eine Menge. Nur nicht mehr von dir. Das gibt so, Black Metaler ist Babysitter. Oh Gott. Oh Leute. Wir sind bei 11 Minuten und ich habe den Wunsch, mir selbst weh zu tun. Okay, komm, erzähl's mir, Rainer. Erzähl's mir. Er grinst schon so. Ich habe Rainer, selten sieht man ihn heute noch lachen. Selten. Na komm. Das müsst ihr euch mal anschauen. Schande, ist das geil. Hoch zur 40-jährige Weißt du, dass er 40 ist? Hast du ihn gefragt? Black Metaler halt Donner mit der Zeitung und liest Zeitung. Er will uns erklären, was Black Metal ist hier in dem Video. Er erzählt uns jetzt von einem anderen Video. Okay. So. Und das kleine Mädchen so und spielt mir irgendwas am Tisch und schaut ihn halt so an. Und dann macht er so. Also quasi. Wir haben schon verstanden, Rainer. Er macht die Zeitung weg. Ja. Dann schaut sie an. Dann geht er zu ihr und zeigt ihr ein paar verschiedene Sachen. Ein PS3-Controller. Also, ich habe jetzt rausgekommen, ist es nicht cool. Es ist cool, aber nicht alles, was man so braucht. Und Black Metaler haben meistens PS3-Controller. Okay. Ein PS3-Controller, ein Malbuch oder irgend sowas. Also Black Metaler haben PS3-Controller und Malbücher. Das müssen wir uns aufschreiben, Leute. Das wird nachher vielleicht abgefragt. Und dann liegt auf dem Tisch, da liegt auf dem Tisch so ein Blatt, so ein Buch. Und da ist eine Kirche drauf, die abfackelt. Und der schaut so hin. Hätte ich das Video vorher gesehen, hätte ich das hier ins Thumbnail gebaut. Junge. Das ist richtig, die Augen auf, jetzt richtig. Ja, Rainer, wir haben es beim ersten Mal begriffen. Black Matter starren also. Okay. Und das ist der Ausschlaggebende gewesen. Dann geht er her, hat diese ganzen Was war das jetzt? hat diese ganzen Ab Nochmal. Was? Kurze Festplattenabsturz oder was war das jetzt? hat diese ganzen äh, Da ist was runtergefallen. Habt ihr das gehört? Hört mal genau hin. Ich mach mal das Maul zu. dann geht er her, hat diese ganzen Da ist was runtergefallen. Hat diese ganzen abgelutschten. Ganzen abgelutscht, ne? Und dann, Leute, ohne Spaß, ich weiß, ihr macht zwischendurch gerne was anderes. Wenn ihr jetzt gerade den Abwasch macht oder an Zocken seid oder so, pausiert kurz und schaut jetzt diese Geste, die er da macht. Bei abgelutscht, ne? Hat diese ganzen abgelutschten. Diese ganzen abgelutschten Dinge. Was? Und dann du. Oh, jetzt bin ich aus Versehen. Also ich habe nichts verstanden. Er hat abgelutschte Dinger. Ich weiß nicht, wovon er redet. Hergehe und du die, also die ganzen Eisstäbchen. Ach,
Eis am Stie Eisstäbchen, ja Junge. Die abgelutschten Dinger. Okay. Fürs Eislutschen benutzt. So. Und die nimmt er und dann baut er mit den Mädchen zur Kirche. Zum Eislutschen benutze ich meist meine Zunge. Zum Eislecken. Und dann zum Lutschen? Ja, doch, den Mund. Stäbchen, geht so. Quasi. Dann geht er her und haut Spiritus drüber und fackelt die Kirche ab. Nur das findet er lustig. Junge, 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 Junge. Bruder, ist das wild. Dann stellt er sich so dran am Schluss. Okay. Okay. Wir sind bei 15 Minuten und ich denke hier, machen wir jetzt Schluss. Jetzt reicht's. Ich kann nicht mehr. Ach, Reini. Na, komm, weiter. Also so richtig halt, die Kleine macht so und er steht so da. So richtig geil gepostet halt. Also müsst ihr euch mal anschauen, das ist echt lustig. Ja, Rainer, ich schaue es mir gleich an. Das ist bestimmt sehr witzig, ja. Wenn du es lustig findest, dann muss es ja lustig sein. Junge. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Oder so in der Art. Er hat übrigens auch eine neue Videoreihe hochgemacht. Seit 19 Jahren ungewollt Single. Muss ich mir mal anschauen. Muss ich mir unbedingt mal anschauen. Macht echt Laune. Das ist eigentlich eine schöne Erklärung. So, zum Abschluss, und leider sind wir schon am Ende, komme ich... Wir sind schon am Ende. Das Video geht 3 Minuten 35, ist es jetzt gelaufen, und es geht insgesamt 18 Minuten 12. Er ist bei 3 Minuten 35 am Ende. Das wird eine lange Verabschiedung, Bruder. Jetzt noch, aber es dauert schon noch ein bisschen, also macht euch keine Sorgen. Also, wir sind jetzt ungefähr hier, also... Und dann habe ich hier noch das Ganze, wo ich das schöne Kreuz drauf habe. Also... Das ist trotzdem nicht so viel, wie es aussieht. Mir wurde gesagt, ich solle doch 3 verschiedene Bands mal sagen. Also das wäre gut, Rainer. Das wäre gut. Erklär mir mal den Black Metal. Zähl mir einfach 3 Bands auf. Ist okay. Und die Person hier, die mir das Ganze gesagt hat, ich soll mal Black Metal machen. War das Drachen Games LP? Sagte zu mir, er würde gerne 3 verschiedene... Also ich habe gefragt, möchtest du irgendwelche Bands, die ich mit einbaue? Dann sagte er zu mir, ja. Und dann hat er mir 3 Bands geschrieben. Falls ich es dir falsch ausspreche, entschuldige ich mich höchstpersönlich nochmal bei dir. Ui, er entschuldigt sich höchstpersönlich. Er lässt das gar nicht machen. Heute lässt er das mittlerweile durch Guido und Ben ausrichten. Penner. Also höchstpersönlich im Sinne von, es tut mir leid. Ja, Rainer, es tut dir leid. Schön. Er hat sich schon 100.000 Mal entschuldigt. So. Barsum oder Hä? Burzum. Burzum? Was? Barsum oder Burzum. B-U-R-Z-U-M. Borsum. Glaube ich, wird das ausgesprochen. Ja, war okay. Das meine ich mit, er hat sich auch damals schon keine Mühe gegeben. Ne? Just saying. Die Videos, wenn er irgendwas erklärt, laufen heute noch ziemlich genauso. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Rainer, dann informiert man sich. Wenn du nicht weißt, wie man etwas aussprichst, kannst du mir das im Normalfall wahrscheinlich auch nicht erklären. Ich habe in Wikipedia geschaut. Ich kannte die Band nicht. Auch hier, Leute, genau wie heute, wie der Dragon Monday zum Beispiel. Ich erkläre euch was, ich lese euch Wikipedia-Artikel vor. Ach, muss ich den Hustenanfall auch noch rausschneiden hier? Das ist wieder harte Arbeit. Schneiden, rendern und hochladen, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Also, das ist wirklich genau wie heute. Genau wie heute, wenn er was erklären will, liest er einen Wikipedia-Artikel vor. Ja, man kann sich zwar durchlesen und so weiter, aber danach einfach mit eigenen Worten erklären, macht doch mehr Sinn. Außer wie die anderen beiden. Ich habe in Wikipedia geschaut und da stand was von Varg. Ich weiß nicht, ob Zeller das so, wie ich das verstanden habe, wahr ist oder nicht. Rainer, so wie du es verstanden hast, ist oft schwierig, habe ich mir sagen lassen. Ja? Ich habe den Link unten in der Beschreibung von jeder Band, die ich euch jetzt vorlese. Es sei denn, er vergisst es. Und nur für den Fall, dass ihr es sucht. Ich habe die Bands nicht in der Beschreibung. Und wollt ihr euch was über die Band erzählen kurz? Ich habe etwas in der Beschreibung, das viel, viel schöner ist. Und zwar den Artikel von Stefan Riedel, den wir gestern gelesen haben. Der wurde von euch sehr gut angenommen. Ey, das fand ich richtig klasse.
Ich habe in den Kommentaren gelesen hier, ey, der Mann hat in einem Artikel mehr Sinnvolles reingeschrieben als 10 Jahre Drachengame in jedem anderen Medium. Und so ist es ja wirklich auch. Könnt euch den ganzen Artikel mal richtig durchlesen. Wie gesagt, der ist immer noch in der Videobeschreibung. Da stand irgendwas von ein Hersteller, also die, wo die Band gegründet haben, Gründer von Varg irgendwie. Jetzt weiß ich nicht, hat Varg die Band mitgegründet oder gab es eine Band oder einen Künstler, der Varg heißt? Wenn es jemanden gab, der Varg heißt, dann hatte natürlich die Pagan-Metal-Band Varg nichts damit zu tun. So. Die Band wurde 19... Aber du hast dich nicht informiert, wie rum es jetzt war, oder was? Du hast es gesehen, hast es nicht verstanden und dich nicht weiter informiert. Finde ich gut. Ja, so bleibt mehr Interpretationsspielraum. 1991 gegründet, also eigentlich vor Varg. Also die Band Varg wurde ja 2004, glaube ich, wurde die Band gegründet. 2006. Die Band wurde 2006 gegründet. Wir waren jetzt bei 19, 22, 24, 26. Okay. Irgendwann wurde eine Band gegründet. Okay. Gut erklärt, Rainer. Gut erklärt. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die Band wurde 2006 gegründet. So. Jedenfalls 2091 wurde jetzt die Band Burso... 2091? ...gegründet. So. Jedenfalls 2091 wurde jetzt die Band Bursum gegründet. Also Leute, die Band wurde 2091 gegründet. Ja, hier ist der Beweis, Rainers Zeitreisewaschbecken hat tatsächlich Edzardler existiert. Das erste Album war Bursum, also das hieß genau wie die Band. Und das zweite Album war Dead Sum and Gator. Es tut mir leid, ich kann es nicht lesen. Rainer, du hast es aufgeschrieben. Ich kann meine Schrift nicht lesen, das ist Katastrophe, oder? Okay, seien wir ganz ehrlich, ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert, oder? Mir ist das wirklich schon ein paar Mal passiert, dass wenn ich irgendwas, was ich mir ganz schnell aufschreiben musste, weil ich irgendwie schnell weg musste oder so, und dann finde ich den Zettel 3 Tage später wieder und denke mir, Bruder, was hast du da aufgeschrieben? Ist mir auch schon passiert, muss ich zugeben. Die Band habe ich mir angehört, logischerweise, also ich höre mir ja immer alles an, ich versuche ja immer möglichst die Infos aus erster Hand, aus erster Ding zu sagen. Immer die Infos als erster Ding. Pupst er jetzt? Was macht er da? Fällt er um? Ich muss sagen, ich... Also wenn er Wikipedia-Artikel abliest, sind die Infos aus erster Ding, ne? Klar. Ich fand die Band nicht schlecht, aber sie ist meiner Meinung nach... Nicht alles, was man braucht. Eine relativ schwache Black-Metal-Band. Im Sinne von der Härte. Also ich habe schon wesentlich härtere Metal-Bands oder Black-Metal-Bands gehört. Ich habe auch nachgeschaut, also offiziell ist es eine Black-Metal-Band, steht zumindest in Wikipedia. Ich weiß, manche lachen sich wahrscheinlich dauernd schlapp, weil ich Wikipedia noch glaube, aber... Ich glaube Wikipedia meist auch, wenn ich ehrlich bin. Ganz ehrlich, stellt euch vor die Kamera und macht's besser. Ohne Infos. Rainer, wenn ich keine Infos habe... Kann ich kein Erklärvideo machen? Ich kann doch nicht sagen, ich bin schlecht, aber ihr macht's auch nicht besser ohne Infos. Rainer, wenn ich ein Erklärvideo mache, dann muss ich mir diese Infos vorher zusammensammeln. Das kann's doch nicht sein. Ja, macht ihr es mal besser ohne Infos. Rainer, es gibt genug Infos. Dir steht da die ganze Welt des Internets zur Verfügung. Und du sagst, du hast keine Infos. Und machst dann trotzdem ein Erklärvideo. Das will in meinen Kopf nicht rein. So. Über die Band habe ich jetzt nicht so viel aufgeschrieben. Über die nächste Band, die heißt Absurd. Der Bandname selbst hört sich schon... Absurd an. Bitte sag es, bitte. Ein bisschen absurd an. Oh. Der ging runter wie Öl, Rainer. Hab ich gar nicht kommen sehen. Ja, ich musste auch sehr lachen, ja. Nee. Also ich habe über die Band mal nachrecherchiert und ich habe... Wie hast... Jetzt hier würde ich gerne wissen, wie hat er recherchiert? Er hat Wikipedia aufgemacht, hä? Ich habe mir die Band auch angehört. Also ich habe sie mir angehört und während ich sie angehört habe, habe ich die Wikipedia-Seite gesucht über die Band und habe die Band nachgeschaut. Absurd ist laut Wikipedia und laut meiner Meinung, was ich, zumindest die paar Lieder, ich habe mir 3-4 Lieder angehört von jeder.
Rainer, deiner Meinung ist die Haut auch kein Organ. Deine Meinung ist so viel wert wie... Sag ich lieber nicht. Kack unterm Schuh. Der Band, die ich nicht kannte. Und laut meiner Meinung ist das keine Black Metal Band. Und auch laut Wikipedia steht Dora offiziell... Also sie wurde gegründet 1992. Seit 2001 macht sie Pagan Metal. Und warte mal. 1992. Nein, Rainer, 2091. Raini. Muss aber aufpassen. Seit 2001 macht sie Pagan Metal und Rock'n'Rock macht sie. Wenn Troll Lindemann das jetzt hört hier. Pagan Metal. Junge. Dann geht er wieder rund. Muss ich mir gleich wieder böse Sprachnachrichten anhören. 92 bis 2001. Also, das ist meiner Meinung nach keine Black Metal Band. Die haben geile Texte, sie hören sich gut an. Meine Sache ist es jetzt nicht, das sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Ach, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich hoffe, da schneide ich auch noch raus. Wahrscheinlich nicht. Ich habe von dieser Band noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, was es für eine Band ist. Mir gefällt es jetzt nicht. Wenn Rainer sie mag, dann... Rainer sagt, die haben gute Texte. Gehe ich davon aus, dass die Texte wahrscheinlich nicht so pralle sind. Nicht so gut, da habe ich Besseres und Härteres. Auch wenn ich jetzt... Ich höre ja auch nicht nur harte Sachen. Also, wenn er sich jetzt meint, oh, der sagt, das ist ja nicht hart genug. Das ist Blödsinn. Ich höre auch Heavy Metal. Sehr viel sogar. Ich höre sogar fast mehr Heavy Metal Bands als... Ey, warte mal. In Sondershausen gegründet wurde. Moment. Absurd. Band. Laut Wikipedia, Absurd ist eine rechtsextreme deutsche Band, die 1992 in Sondershausen gegründet wurde. Ey, das mache ich so nebenbei mal ab und zu, weißt du? Dann check ich mal kurz so, was er sagt, einfach mit Google. Eine rechtsextreme deutsche Band. Und Rainer findet die Texte gut. Was ist hier denn los? Junge, das kannst du dir nicht ausdenken. Reini, 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 Reini. Oh, 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 oh. Das habe ich jetzt ohne Witz. Habt ihr gemerkt, wie lange ich gebraucht habe, um das rauszufinden? Knapp 5 Sekunden. Knapp 5 Sekunden habe ich gebraucht, um rauszufinden, was das für eine Band ist. Hier gehe ich davon aus, dass Rainer nicht mal den Wikipedia-Artikel gelesen hat. Hier call ich ganz großes Lü-Lü-Lü-Lü-Lü, dass Rainer sich über diese Band informiert hat. Das hat bei mir jetzt 5 Sekunden gedauert, um das rauszufinden. Raini, Raini, und du findest die Texte gut. Na, 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 na. Death Metal und so weiter. So. Ja, das war jetzt die Band. Die nächste Band, die ist aus Polen. Da stand auch dabei, dass es eine Black Metal Band ist, die dann allerdings von Black Metal eher in den Pagan gerutscht ist. Das wiederum haben allerdings viele Bands gemacht, habe ich festgestellt. Wie heißt eigentlich Black Metal in Polen? Black Metal Ski oder? Nein, erzähl uns mal was. Die ich hier aufgeschrieben habe. So, es sind ja nicht mehr so viele, es sind ja nur noch 2 weitere. Rainer, wir sind noch nicht mal bei der Mitte des Videos. Just saying. Und du hast hier schon wieder genug Sachen gesagt, die dir einfach auf die Füße fallen könnten. Dass du die Texte der Band gut findest, die ich 5 Sekunden gebraucht habe, um rauszubekommen, dass die rechtsextrem ist. Rainer, Rainer, Rainer. Graveland, glaube ich, heißt die Band, macht Black Metal bis 1997 und ab 97 machen sie Pagan, also Pagan Metal. Ja, Pagan oder Pagan, Rainer? Da müsstest du mal den Troll Lindemann fragen. Übrigens soll ich euch ganz lieb vom Troll Lindemann grüßen. Der macht bald wieder seine Let's Plays weiter von Rainer. Der hat zurzeit Computerprobleme, technische Probleme. Ja, aber er macht bald weiter. Gegründet wurde es in 1991. Ja, 1991. Also die haben quasi von 1991 bis 1997 Black Metal gemacht. Und dann bis ab 1997 bis heute machen sie jetzt Pagan Metal. Das steht offiziell im Wiki, das ist nicht meine Aussage. Das müsst ihr, wenn ihr da was dagegen habt, dann, oder wenn ihr da sagt, das ist nicht die Wahrheit, müsst ihr es selbst ändern. Ihr könnt es ja jederzeit selbst ändern. Glaube ich zumindest.
Ja, Rainer, genau so funktioniert Wikipedia. Ich kann jederzeit was selbst ändern. Jederzeit. Ich kann jetzt einfach reingehen und sagen hier, ja. Absurd. Irgendwie so war das ja. Jedenfalls ist die Band aus Polen. Ich habe sie mir angehört und die fand ich richtig geil. Hast du auch die Texte verstanden, Rainer? Oder ist es wie absurd? Das ist schwierig. Auch wenn das jetzt meiner Meinung nach wieder irgendwie zu schwacher Black Metal war. Also ich habe mir schon, wie gesagt, ich hocke jetzt sehr tief in der Szene. Ich habe ja 100 Leute. Rainer, du hockst sehr tief in der Szene. Du hast gerade eben eine rechtsextreme Band beworben. Ja? Just saying. Die ich kenne, die da was der Geier was für krasse Sachen hören. Und ich sage jetzt sogar ganz aus meiner Meinung, das ist definitiv nicht so harter Black Metal. Es könnte schon sein, dass es Black Metal ist. Ich kenne mich mit den Genres selbst nicht so gut aus. Genres, Rainer, Genres. Und du hast gerade gesagt, dass du sautief in der Szene bist. Du bist tief in der Szene, hast du gesagt. Und jetzt sagst du, du kennst dich damit nicht aus. Ich verstehe nicht, warum er solche Videos hochgeladen hat. Und ja, heute immer noch hochlädt. Ich bin auf diese Idee gekommen durch diese Anime-Erklärvideos, die halt auch komplett nichtssagend und merkwürdig waren. Und so bin ich halt auf das hier gestoßen. Und Leute, es ist wild. Jeder, der jetzt noch sagt, er hat sich früher mehr Mühe gegeben, der hat die Videos von früher einfach noch nicht gesehen. Aber meiner Meinung nach ist es eine sehr schwache Form des Black Metal. Und das hier wäre auch mal was für Cui Bono. Der wollte nicht nur seine Brötchen-Videos machen. Nein, er hat auch rechtsextreme Bands beworben in seinen Videos. Ja? Och, das wird ja vergessen. Sowas wird vergessen bei der Aufklärung. Das wollen wir mal lieber nicht erzählen. Ist klar. Nein, es ist keine Black Metal Band. Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass es eine ist. Offiziell ist es eine Death Metal Band. Schwarzer. Warum packst du sie denn hier rein? Du hast jetzt gesehen, es ist keine Black Metal Band. Ach egal, die kommt trotzdem ins Video. Über die habe ich jetzt nichts geschrieben. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe die angeschaut. Swazot ist angeblich keine Death Metal Band. Keine Black Metal Band. Ist es auch anscheinend nicht. Also ich habe mir die dann im Nachhinein nochmal angehört. Auch wieder, ich kann das ja schon. Ich höre die ja schon recht lange auch. Eigentlich seit ich im Metal bin, höre ich Swazot auch ganz gerne. Auch wenn ich die nicht aktiv höre, sowas wie Amon oder. Was mache ich denn die ganze Zeit? Hat schon mit vier mit seinem Vater im Wald Black Metal gehört. So höre ich zum Beispiel aktive. Die höre ich mir auch unterm Dach einfach mal so aus Scheiß an. Ja. Passiert meist bei Musik, dass ich mir die einfach so unterm Tag anhöre. Das ist jetzt kein Black Metal-Ding, glaube ich. Gut. Dadurch kommen wir jetzt zu den zwei härteren Bands, die ich meiner Meinung nach für absolute Ikonen im Black Metal halte. Das ist aber nur meine Meinung und das sind wieder dann quasi die bekannten Black Metal Bands. Ich gehe mal davon aus, dass ich sie nicht kennen werde. Das ist Beowulf, das habe ich ja schon gesagt. Habe ich mal bei ihm irgendwo auf dem Poster gelesen. Beowulf, das ist die Band. Also wenn ihr es eingibt, müsst ihr Beowulf eingeben. Geschrieben wird es ja Behomath. Weil ich habe Beowulf, weil ich Legastheniker bin, so geschrieben, wie ich spreche. Deswegen habe ich es dann gefunden. Also du hast so schlecht geschrieben, dass selbst Google dir nicht helfen konnte. Rainer, erklär mir mehr. Außerdem müsst ihr wahrscheinlich Band eingeben, damit ihr die Band findet. Aber Link ist genau wie bei den anderen dreien unten in der Beschreibung. Black Metal machen sie bis 1996 und was steht jetzt da? Das weiß ich nicht, Rainer. Das weiß ich nicht. Und ich bin froh, dass ich es nicht weiß. Dann muss ich es nicht wieder vergessen. Er hat sich früher sehr viel Mühe gegeben, hä? Zwinker, Zwinker. F-Maut. Was steht da? Reifmaut. Da steht Breifmaut, Leute. Breifmaut. Jetzt wisst ihr's. Also das ist eine Black Metal Band bis 1996 gewesen, warum auch immer. Und 98, seit 98 machen sie jetzt irgendwas anderes anscheinend. Das Video ist von 2013. Er wollte hier eine Band erklären, die seit 1998 anscheinend irgendwas anderes macht.
Er ist sehr tief drin in der Szene. Gegründet wurde es ja 1991. Und 1998 ist Florian Silbereisen von Breitmauf weggegangen anscheinend. Für seine Solo-Karriere. Achso, Death Metal steht hier. Etzeler, sorry. Angeblich machen sie jetzt Death Metal. Hast du gerade Death Metal mit Breitmauf verwechselt? René, ich würde so gerne sehen, was du da aufgeschrieben hast, wirklich. Aber Death Metal, Black Metal und Pagan Metal, wie auch Viking Metal, geht nicht so krass auseinander. Hat meistens mehr mit den Texten und auch teilweise halt irgendwie die Riffs zu tun. Aber ich persönlich finde jetzt da keinen so großen Unterschied. Und das, obwohl er sehr tief in der Szene drin ist. Abgesehen davon, dass es sowieso saugeil ist. So. Ich habe nicht gesagt, dass es keinen Unterschied gibt. Ich habe gesagt, ich muss sowas immer gleich unterbinden, weil dann heißt es immer, oh, du hast gesagt, das ist doch gar kein Unterschied. Rainer, ich sage hier, du hast gesagt, dass Absurd geile Texte schreibt. Das sage ich. Der Rest ist mir eigentlich schon ziemlich egal. Ich sage, dass du dich null informiert hast. Dass die ab 1998 Breifmaut machen, Rainer. Ich sage, du hast nichts für dein Video getan. Das sage ich. Falsch. Ich sage, aus meiner Sicht macht es keinen großen Unterschied. Nicht ist, sondern macht keinen großen Unterschied. Weil die Bands und die Musik an sich geil ist und ich die gerne höre. So, das dürfte klargestellt sein. Die letzte Band ist, und wahrscheinlich stehen jetzt ein paar vorm Rechner und schütteln so ein Bildschirm. Ja, sag's endlich! Nein, Rainer, ich stehe wirklich vorm Rechner und schüttel den Bildschirm und sage, sag bitte nichts mehr. Sag's endlich! Das ist die Band überhaupt! Sag's endlich! Amon Amarth. Hä? Wer wettet mit? Ja, ist richtig. Ich sag, er sagt Amon Amarth. Und er wird's falsch aussprechen. Und wenn er's nicht macht, spende ich 10 Euro. Eine Band, die man definitiv erwähnen sollte im Bereich des Black Metal. Das ist definitiv Demo Borgia. Rainer, das ist nicht Amon Amarth. Demo Borgia ist eine Black Metal Band, die definitiv erwähnt werden sollte. Okay, warum hast du die nicht als erstes erwähnt? Weil Demo Borgia definitiv dazugehört. Also die gehören auf jeden Fall dazu, deswegen muss man die erzählen. Und zwar definitiv. So, wenn man Black Metal erwähnt und Demo Borgia nicht, das macht keinen Sinn. So, wenn man Ani erwähnt und dabei nicht Lakritze sagt. Demo Borgia ist eine Black Metal Band seit 1996, macht Dark Metal seit 1997. Dark Metal und Black Metal geht eigentlich auch immer wenig so Hand in Hand. Also, wenn es zwischen Death Metal und Viking Metal zwischen Pagan Metal und Viking Metal einen schmalen Grat gibt, dann ist. Ich sehe hier viele schmale Grade, wirklich, ohne Witz jetzt. Und die gefallen mir alle nicht, wo die hingehen. Ist es zwischen Death Metal, ist es zwischen Dark Metal und Black Metal auch der Fall? Also Viking Metal und Death Metal. Viking. Ja, Rainer, ich bin auch raus. Ich weiß auch nicht mehr, was du jetzt gerade gesagt hast. Man hätte diesen Part jetzt rausschneiden können und nochmal neu aufnehmen können. Nein, das lassen wir drin, das passt schon. Hätte ich gesagt gehabt. Entschuldigung. Viking Metal und Pagan Metal. Das ist ein ganz schmaler Grat, wo ein Lied das ganze Gleichgewicht kippen könnte. Zum Beispiel. Und das ist bei Dark Metal. Habt ihr das jetzt verstanden? Zwischen Pagan Metal und Viking Metal ist ein schmaler Grat, den ein Lied kippen könnte. Was erzählt dieser Mann mir hier? Ich will nach Hause. Genau dasselbe, wenn eine Black Metal Band einmal ein Album macht, das ein bisschen anders klingt, dann kann es ganz sein, dass dieser kann es auf einmal Schlager sein. Schmale Grat nach rechts rutscht und es plötzlich Dark Metal ist anstatt Black Metal. Okay, dann ist es absurd oder wie? Black Metal, was aber an der Musik an sich keinen Abbruch tut. Meiner Meinung nach sind sie definitiv noch, um Gottes Willen, meiner Meinung nach sind sie definitiv noch Black Metal. Hat der sich gerade am Kopf gekratzt und Gottes Willen gesagt? Hört mal. Was aber an der Musik an sich keinen Abbruch tut. Meiner Meinung nach sind sie definitiv noch, um Gottes Willen. Ich glaube, er hat sich in den Splitter reingerannt. Meiner Meinung nach sind sie definitiv noch Black Metal. Vor allem machen die richtig geile Alben.
wie gesagt, 1996 bis 1997 da Black Metal und. Richtig lange haben die Black Metal gemacht, Leute. Wenn diese Band nicht gesagt wird, die genau ein Jahr lang Black Metal gemacht hat, also wer diese Band nicht erwähnt, also der hat sein Leben verpennt. 1997 ist es dann Dark Metal. Gegründet wurden sie 1993 und der richtige Boom, der richtige Erfolg kam zwischen 1993 und 2000. Ja, und 2000, stimmt schon. So, für mehr bitte anrufen. Könnt ihr mich entweder in den Kommentaren anschreiben. Ich hoffe, oder einfach anrufen und vorbeigehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nein, weil ich nur Spaß macht das nicht. Ihr könnt mich also entweder in den Kommentaren anschreiben und sagen, du Penner, hast voll was vergessen. Dann mache ich gerne noch ein zweites Video, wenn ihr sagt, ich soll noch eins machen. Wenn noch irgendwas fehlt, dann müsst ihr mir aber schreiben, was... Leute, schreibt mir auch unbedingt rein, ob ihr dieses Format Drachenlord erklärt weiterhaben möchtet. Schreibt es mir unbedingt rein. Euch persönlich gestört hat. Das könnt ihr mir auch per PN schreiben. Das stört mich überhaupt nicht. Ansonsten würde ich sagen, ich. Ansonsten würde ich sagen, den Garten zum Verschönern. Ich habe unten jede Band verlinkt, die ich gesagt habe. Ich sag's dir nochmal kurz von vorne nach hinten auf. Oh nein, nicht bitte, bitte nicht, Rainer, bitte nicht. Okay, mach. Es wäre also Bursum, Absurd. Ich hoffe, die wird so ausgesprochen. Rainer, das ist eine deutsche Band. Du hast gesagt, dir gefallen die Texte. Absurd, Graveland, also drei Bands. Dann noch Beomorph und Demoborgia. Die brauche ich gar nicht ablesen, weil die kenne ich auswendig. Beomorph und Demoborgia, das sind die beiden Bands, die... Ich weiß nicht, ob ich ihm hier zugute halten soll, dass er sich wahrscheinlich nichts von Absurd oder Absurd angehört hat. Sonst wüsste er, dass es eine deutsche Band ist. Machen die deutsche Texte? Ich weiß es nicht. Noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob ich ihm das hier zugute halten soll. Dass er einfach gelogen hat und gesagt hat, mir gefallen die Texte. Weil er sie wahrscheinlich nicht gehört hat. Denn sonst hätte er das nicht gesagt. Hier ist es vielleicht sogar ganz gut, dass man ihm sagen könnte, ey Rainer, hier hast du wahrscheinlich Lü-Lü-Lü gemacht und es ist gut für dich, dass wir glauben, dass du Lü-Lü-Lü gemacht hast. Denn wenn ich glauben würde, dass dir solche Texte gefallen, Rainer, dann bist du eine ganz andere Art Mensch. Auf jeden Fall mal erwähnt werden sollten und die definitiv richtig geil sind. Ich werte das ganze Video mal für schlecht von mir aus. Danke, der Meinung schließe mich an. Nee, ich tue auf jeden Fall mal... Das heißt hier nee, doch. ...mal für euch, also ich werde für euch einmal noch ein wenig recherchieren und euch in die Kommentare... Ich werde euch natürlich, wie auch bei meine Bandvideos, werde ich euch auch einen ziemlich langen Bericht schreiben über Black Metal. Ach Gott, hätte ich den gern gesehen. Ich hätte so gerne Schreibfehler gelesen. Was ich so finde, um was es geht, was genau gemacht wird, warum und überhaupt und sowieso. Hier wiederum wird ein Link zu meinem Forum wie immer dabei sein. Oh, sein Forum. Ey Leute, das schauen wir gleich auch noch rein. Mal gucken, ob er der tägliche Blog. Der täglich, versteht ihr? Täglich. Da schauen wir gleich mal rein, ob heute was gekommen ist. In diesem Fall werde ich einen speziellen Link für den Bereich Black Metal machen. Denn ich werde das Black Metal auch, ich habe auch im Forum halt Metal, Black Metal, Death Metal, Pagan Metal, Viking Metal, Industrial Metal, True Metal und so weiter. Also so viel ist noch nicht drin, also Black Metal ist schon drin, Death Metal. Das ist so viel mehr Metal, als ich mir jemals merken könnte. Metal und Pagan Metal ist momentan drin. Da suche ich übrigens Leute, falls sich jemand mit dem Metal gut auskennt. Ja hier, ich. Nimm lieber Hank. Sagt mir Bescheid, weil ich komme nicht dazu, das Zeug fertig zu machen. Also es fehlt noch Trash Metal, Heavy Metal und so weiter. Da fehlt noch Heavy Metal kenne ich. Hallo, hier ich. Eigentlich ist es sind nur drei Stile momentan drin. Und Rainer, hier ich. Heavy Metal. Ich bin auch hier Ding. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Ne, nicht vergessen. Das ist zu wenig. Und für Rock suche ich noch jemanden, für Gothic Metal suche ich noch jemanden. Ich suche für jeden Musikstil eigentlich noch ein, zwei Leute, die sich dann damit beschäftigen. Damit du gar nichts mehr machen musst, ja? Er sucht damals schon, hat er Leute, wie in seinem später Dragon Monday Format, Leute gesucht, die für ihn die Sachen aufschreiben, die für ihn die Sachen raussuchen, die sich für ihn informieren und so, damit er einfach gar nichts mehr machen muss. Ich kann auch nichts dafür geben. Ja, das wäre noch schöner.
Aber ihr kriegt von mir Adminrechte und ihr dürft halt keinen Scheiß machen. Wenn ihr einen Scheiß baut in meinem Forum, fliegt ihr. Also, nett. Na Leute, damals schon. Das große Lord Korea. Im Sinne von, ihr fliegt ganz raus, sondern ihr kriegt von mir ihr kriegt mit mir Probleme. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass es nicht so schlimm ist. Ja. Alles Weitere wird sich zeigen. So viel ist mir ja auch nicht, dass ich euch direkt rauskick. Also wenn ein Fehler kann aber passieren. Rainer, später wirst du Leute rauskicken, weil sie atmen. Oder sich räuspern. Aber es wird halt kein Scheiß auf dem Forum gemacht. Da bin ich ziemlich aggressiv, was sowas angeht. Du bist sowieso sehr aggressiv, hä? Hab ich mir sagen lassen. Speziell, wenn es um Haten und sowas geht. Also wer in meinem Forum ankommt und anfängt rumzuhaten... Der fliegt raus, Leute. Der fliegt raus. Ganz klare Sache. Steht übrigens auch in den Regeln, die ihr bestätigen müsst, wenn ihr euch anmeldet, kriegt ihr mit mir Stress. So, aber ich... Das will man ja nicht. Kein Hater und speziell im Bereich des Haters oder im Bereich des Mobbings bin ich auf meinem Forum ganz scharf. Wer sich da nicht benimmt, der kriegt von mir unwiderruflich einen Bann. Und da hilft es dann auch nicht. Ja, nun komm, werd fertig hier. Im Endeffekt. Also da muss halt dann aber schon wirklich was passieren. Also wenn jetzt da Diskussion startet. Wenn jetzt einer Metal schreibt, zum Beispiel mit Doppel-D, Junge, da muss aber richtig was passieren dann. Dann ist das aber irgendwas anderes, vorausgesetzt, es wird nicht auf einer Person rumkackt. Das kann ich nämlich überhaupt nicht ausstehen. Vor allem, weil du meist die Person bist. Dafür auch ständig sorgst. Gut, ohne euch jetzt ein Ohr abzukauen, ich danke euch für... Dafür ist es zu spät, Reini. Du wolltest dich bei 3 Minuten schon verabschieden. Jetzt sind wir bei 18. Fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Infos über den Black Metal geben, die... Ich habe nicht eine Info behalten, Rainer, nicht eine einzige, bin ich ganz ehrlich. Nicht ein Deutsch schlauer bin ich jetzt, was Black Metal angeht. Wirklich nicht. Ihr entweder noch nicht wusstet oder hören wolltet. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wie immer. Ja, Rainer, ich wusste nicht, dass es eine Band namens Absurd gibt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich damit ganz gut leben, dass ich das nicht wusste. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, komm. Metal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, rein. Ciao, ciao. So, Leute, ich gehe jetzt mal hier Ding. So, ich mach das hier mal klein. Jetzt habe ich natürlich seinen Blog schon bei mir in den Favoriten drin. Und es wurde kein neuer Blog. Ja, der tägliche Blog, der kam leider nicht. Ah, das letzte Mal kam Samstag ein täglicher Blog. Davor war es sogar Freitag. Also Freitag und Samstag war es ein täglicher Blog. Davor kam mal so knapp 9 Tage gar nichts, 11 Tage sogar, schön, schön, schön. Davor gab es 8 Tage gar nichts, davor gab es, ja, das war der Tag davor. Und davor gab es 10 Tage gar nichts, ne? Das ist der tägliche Block, versteht ihr? So macht man einen täglichen Block, so alle 10 Tage schreibt man da was rein. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wie gesagt, schreibt mir rein, ob ihr mehr Bock habt auf das Format Drachenlord erklärt. Das macht mich ziemlich nervlich fertig, gebe ich zu. Aber ich weiß, euch schmeckt das. Wenn der Arni leidet, ihr findet das gut. Warum auch immer. Ihr seid böse. Nein, gar nicht. So, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Metal off.